Ei, ich teste hier gerade schön wieder auf Schuppenkarpfen an der alten Festung. Man sucht ja immer noch die Trophy, ne? Und was ballert hier rein? Schon jetzt das dritte Mal. Wahrscheinlich der nächste. Ja. Und da zieht er doch nochmal ab. Wahrscheinlich der nächste feiste Amur. Ist das der Hammer? Ich stehe hier gerade mit dreierlei Aromatik sozusagen an einem der klassischen Spots. Und und der dritte Brocken jetzt hier. Der dritte Brocken auf diese Köderkombi. Heute ein bisschen heftig aromatisch unterwegs. Und zwar mit Knoblauch, Alter. Ist das der Hammer. Und was sie mich hier fertig machen. Alle drei, das wird wahrscheinlich hier auch um die 20 Kilo wieder haben, das Ding hier. Über 20 Kilo bisher. Dicke, feiste, große, weiße Amure. Richtig nice. Ich bin gespannt, was noch geht. Ich stehe noch gar nicht so lange hier. Habe vorher ein bisschen weiter hinten rum probiert und habe ich gedacht, nee, komm, Alter, irgendwie zuppelt da hinten gar nichts an der Ecke. Ich zeige das gleich nochmal. Und dann bin ich jetzt gerade hier vorne wieder hin. Altbekannte Stelle, altbekannter Spot auf 18 Meter geklippt. Wo genau hin oder in welche Ecke ich genau werfe, zeige ich auch nochmal. Viele werfen ja so mittig rein. Da bin ich seit Wochen eigentlich schon von weg. Oder noch länger. Ei. Was er Bock hat hier, der Brocken. Was er Bock hat, schön immer drillen. Und jetzt hat er aber, glaube ich, schon verloren, ne? Ei. Komm schon, da ist er. Knapp unter 20. Na, ist es denn? Aber fast die 20. Ette hier plus, wo ist er? 26 Kilo, auch gerade reingeballert. Rabams, 26,1 und hier gerade eben auch nochmal 20 Kilo vor 18 Minuten. So ist es. Genau, ganz wild und das alles hier, also alle Brocken auf diesem Setup hier. Pah. Also, ganz klassisch mit der Fortuna-Karp natürlich, mit dem Karpfen-Setup. Wir wollen hier die dicken Brocken haben. Das ist hier kein Schnickschnack. Hier gehst du nicht mit der kleinen Fiederrute ran. Das macht dich absolut fertig. Absolute Katastrophe. Damit schrottet man sein Setup. Sollte man nicht machen. Also, Minimum hier einfach mal mit der fetten Karpfenrute ranstellen. Ordentliches Setup. 30 Kilo bin ich jetzt hier ungefähr eingestellt, wie immer. Und ich bin jetzt tatsächlich mal mit drei Nullerhaken drauf. Übertrieben groß, weil ich ja zuletzt mit dem Setup so noch an der Sura war. Video zum Sura, zu den Silberkarpfen, verlinke ich auch nochmal. Funktioniert ja immer noch ganz gut. Knoblauch-Pellets, übrigens hier genau klassische Haarmontage. Nicht Pop-Up und so ein Schnickschnack. Klassische Haarmontage. Knoblauch-Pellets, Knoblauch-Chili, Knoblauchdip und bisher noch nicht eine Futtermische drin. Nichts blank reingeschmissen. Einfach nur, um zu testen, wo lübt denn der Lachs. Und das ist das, was mich auch gerade so ein bisschen verwundert, beziehungsweise natürlich auch erfreut, denn da ist natürlich Potenzial drin, ne? Das heißt, wenn man hier noch ein bisschen passendes Futter hat, kriegen wir doch bestimmt auch noch mehr hin. Die anderen Brocken sind bisher größtenteils hierauf reingegangen. Und zwar habe ich einfach mal komplett Tigernuss gepimpt, sozusagen. Die Tigernuss mit Tigernuss-Pellet neutral, sozusagen. Also neutrales Pellet in Tigernuss reingedippt. Und dann haben wir jetzt quasi einen Tigernuss-Pellet. Sind auch schon Schuppis reingegangen. War bisher bloß sehr wenig. Und auch noch nicht so richtig sexy. Mal gucken, ob ich das nicht nochmal ändere. Hier jetzt der zweite Versuch. Ich war vorher hier mit Kokossahne unterwegs. Jetzt bin ich hier gerade mit Lachs unterwegs. Auch das bringt mir gerade zu wenig. Und ich teste einfach nochmal das nächste. Oder wir kombinieren einfach mal Knoblauch-Pellets. Kriegen wir das doch noch ein bisschen anders hin. Was haben wir denn noch? Wir könnten einfach mal hier Amino nehmen. Wir nehmen 14er Amino.
Oder auch groß. Komm, wir gehen einfach groß rein. Wir haben ja einen großen Haken. Amino, was ja für Karpfen eigentlich auch immer, karpfenartig auch immer schön triggert. Und dazu dann hier auch nochmal Knoblauch, Chili in groß, 20er Boili. Und wir dippen das Ganze auch nochmal in Knoblauch. Wo ist er? Da bla bla bla. Wo ist denn der Knoblauch? Wie hieß denn das noch? Hieß das Knoblauch oder das hieß irgendwie scharf, ne? Würziger Lachs. Man könnte es auch einfach eintippen, ne? Scharfer Knoblauch, dankeschön. So, also, dann wieder raus damit. Auf 18 Meter, wie gesagt, geklippt. Und gucken, dass man halt nicht so ins Wasser reinballert hier. Und dann werfe ich eigentlich immer genau da. Ja, ist so ziemlich genau da gelandet. Ich zoome da nochmal eben hin. Also, dahin. Da, wo quasi hier der dicke Baum ist. Und zwischen diesem Schilf hier in diese freie Zone. Diesen Stein peile ich immer wieder an. Und dass man dann da vor in diesem Bereich ist. Nächster Zuppler jetzt hier gerade auf Tiganus. Ich hoffe ja immer noch auf einen riesengroßen Schuppi. Und bin jetzt trotz allem halt übelst überrascht, dass das hier alles gerade so gut funktioniert mit Knoblauchboili, Knoblauchpellets. Das ist ja krass, ey. Nochmal eine kleine Amur. Finde ich wirklich krass und wie gesagt, das Schöne einfach, ne? Ja, keine Futtermische. Also das heißt, wir könnten hier, also man könnte sich jetzt hier hinstellen und überlegen, ja, Futtermische, was könnte man da alles reinmachen? Natürlich dann, wenn man auf Knoblauch geht, ich glaube, da gibt es auch jede Menge Feedpellets zu. Wir können das ja mal spaßeshalber hier kombinieren. Wenn man das jetzt hier komplett auf Amur auslegt, würde ich, glaube ich, als Basis mal die entweder gemahlene Erbse nehmen oder Hanfsamen. Ich glaube, wir nehmen diesmal die Hanfsamen. Dann gucken wir mal eben nach Knoblauch. So, dann haben wir schon zweierlei Komponenten. Wir haben hier einmal Knoblauch 12 Feed Pellets und Knoblauch 8er Feed Pellets. Dann können wir hier natürlich auch noch so grünliche Komponenten mit reinbringen, wobei irgendwas Scharfes könnten wir auch mit reinbringen. Gibt es etwas, was in Richtung scharf geht? Scharfe Feed Pellets, ja, das ist ja der Hammer. Das ist ja witzig. Scharfe Kirsche, wir nehmen die scharfen Feed Pellets. Ich habe 2 Portionen nur davon. Das ist ja witzig. Dann passt das sehr gut auch zu diesem Knoblauch scharf. Und wir nehmen nochmal vielleicht irgendwas Grünliches oder tatsächlich Amino. Könnten wir auch machen. Wir nehmen einfach hier nochmal Feed Pellets Amino, die kleinen nur, dass das hier nicht zu viel wird. Und dann ballern wir hier natürlich auch noch Knoblauch als Dip damit rein. Trocken, Futtermische, würziger Knoblauch, scharf, Amino. Sehr gut. Also Amur. Dann haben wir hier den Knoblauch, Amino, scharf. So, haben wir doch alles drin. Komplett anfertigen. Nicht schlecht. Das sieht doch eigentlich schon mal ganz gut aus. Jawohl. Ich kann sogar noch einen herstellen. Ich glaube, ich stelle direkt noch so einen her. Genau. Dann haben wir die Komponenten auch weg. Dann kann ich demnächst wieder shoppen gehen. So, das sieht auch gut aus. Und jetzt geht das Ganze natürlich auch ins PVA rein. Wir nehmen den mittleren PVA-Sack. Zack, zack. Und dann haben wir hier, ich glaube, wenn wir hier nach Schaf suchen, haben wir hier 2 Komponenten. Einmal 10 von 10 von der Qualität, einmal 9 von 10. Sehr gut. Auch noch hergestellt. Und ich bin gespannt, was geht. Heißt natürlich jetzt auch im Umkehrschluss, das Testen würde dann gleich aufhören. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon reinwerfen will. Ich glaube, ich warte noch mal ein bisschen damit. Und guck erstmal noch, was so mit den anderen jetzt hier funktioniert. Ich meine, jetzt habe ich hier gerade das mit den Pellets drin, mit den mit der Tigernuss. Hier ist jetzt nochmal auf Schaf, auf Knoblauch drin.
Ja komm, lassen wir den hier, den ziehen wir jetzt hier nochmal raus, den Brocken, gucken wir mal, was da geht. Wenn hier jetzt nochmal ein Schuppi geht, muss ich dann beim nächsten Mal, wenn ich den Spot mal so ein bisschen hab ruhen lassen, wieder für ein paar Stunden, dann teste ich vielleicht nochmal intensiver, auch mit einer Tigernussmische an der Stelle. Nichtsdestotrotz soll hier auch immer noch dieses Bärige immer noch super funktionieren. Brombeer-Himbeer-Kombi soll immer noch wieder funktionieren hier an der Stelle. Also, wir lassen das hier nochmal schön ein bisschen zuppeln. Da geht er jetzt, glaube ich, ab, oder? Ja, da geht er ab. Und dann bauen wir das Ganze hier um und bringen die Futtermische jetzt gleich auch noch mit raus. Rabam, kleiner Amur. Ja, dann wird es jetzt Zeit, dass wir da scharf nachfüttern. Ich nehme mal nur die normale. Und dann gehen wir hier rein mit, also nicht 10 von 10, sondern 9 von 10. Knoblauch 18, was hatten wir denn da noch? Was hatten wir denn da noch? Würziger Knoblauch 24. Nehme ich doch mal. Richtig groß. Und dann haben wir hier noch mehr Knoblauch. Und zwar intensiver Knoblauch oder Knoblauch-Chili. Soll ich den intensiven mal nehmen? Dann hätte ich jetzt zweimal sehr große Boilies. Ja, mache ich. Ha! Knoblauchkräuter wäre auch eine Möglichkeit. Das Ganze mit Kräutern kombinieren. Auch gut. Gerade wenn es so ein bisschen regnerisch ist vielleicht. Vielleicht ballern dann da auch die schwarzen Amore drauf rein. Aber wir bleiben erstmal dabei. Und dann haben wir jetzt hier nochmal scharfen Knoblauch und den Dip und den raus damit. Immer noch auf 18 Meter. Und entspannt aus dem Handgelenk. Zack. Ich werfe jetzt da erstmal dreimal, viermal jetzt aus. So, dass wir da erstmal den Spot jetzt befüttern. Schön das PVA ausbringen. Und dann sollte auch die ganze Area jetzt gleich hier ordentlich. Zack, der ging jetzt so ganz knapp nur rein. Und den nächsten, den lasse ich dann jetzt auch drin. Der wird jetzt ein bisschen knapp. Ja, aber egal. Ich glaube, so auf die Entfernung liegen auch die anderen Roten eher. Die sind ja ein bisschen weiter hinten. Der ist also jetzt nicht ganz in den Clip rein, aber dafür müsste das jetzt hier die Area sein. Also ein bisschen weiter unten. Hier der Birkenstamm ist ja auch schön in der Mitte. Und hier die Mitte davon, da bin ich jetzt ungefähr vom Spot. Ja, jetzt bin ich gespannt. Versau ich mir damit komplett den Spot? Oder lübt der Lachs gleich noch weiter? Ballern hier noch weitere Amure rein, das ist die große Frage. Vielleicht aber auch noch die Schuppis. Ich bin sehr gespannt. Hier machen wir jetzt erstmal kurz einen Break und dann gucken wir, was da gleich geht. Boah, ey. Kleines Gezuppel jetzt nach so langer Zeit. Erstes Gezuppel tatsächlich. Ganz, ganz, ganz krass. Und jetzt kommt ein kleiner Amur. Alter, das ist ja wild. Das ist ja wild. Scharf. Hatte ich das denn jetzt schon? Hatte ich doch schon. Nee, hatte ich auf den anderen noch gar nicht dran. Ne? Das heißt, wir wenden das jetzt hier auch nochmal drauf an. Das ist ja ein Dingen. Also, Spot ist angefüttert. Allerdings bisher, jetzt haben wir erst 100 Gramm Futtermische drin. Bisher noch kein Ergebnis nach so langer Zeit. Das ist wirklich ein Dingen. Ich hoffe jetzt. Na, haben wir das immer noch? Genau. Ich hoffe jetzt, dass das noch ein bisschen was wird. Gerade so jetzt um diese Uhrzeit, 18 Uhr, Abendstunden. Dass wir da vielleicht noch einen feisten Amur präsentiert bekommen. Gerne auch einen Schuppi, gerne auch einen schwarzen Amur. Ich warte noch ein bisschen. Tja, und damit sind wir jetzt schon in, also mitten in der Nacht. Wir haben es gleich 0 Uhr. Und was kann man sagen? Keine gute Idee mit der Futtermische. Ganz, ganz, ganz krass. Drastisch abgebrochen. Ein Fisch gerade eben nach langer Zeit. Jetzt nochmal nichts. Entweder liegt es daran, dass man hier schon mit den großen Brocken dreimal hintereinander fast 20 Kilo oder über 20 Kilo weggezogen hat, den Spot leer gezogen hat.
Tja, oder ich habe einfach mit der Futtermische den Spot komplett versaut. Heißt, ich werde ihn nochmal testen, nochmal ausprobieren. Wenn du Ideen hast, gerne auch testen, gerne unten drunter schreiben, was du ausprobiert hast. Fand ich super spannend, dass, wie gesagt, hier mit Knoblauch ohne alles richtig dicke Brocken reingeballert sind. Ja, werde ich die Tage auf jeden Fall nochmal testen, ob da nicht noch ein wenig mehr geht. Wenn es trotz allem geholfen hat und irgendwie inspirierend war, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Dankeschön dafür. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri,